Stone Tool Rods. Mal gucken, was daraus wird. So, wir suchen uns mal hier eine Spitzhacke aus. Bevor wir es craften, können wir es ja mal gucken. Dann machen wir hier mal dieses Allomite und dann schauen wir mal, was rauskommen würde. Es würde Stonebounded, Reforced 2. Aha. 275, Mining Speed 8, Mining Level Kobalt. Aha. Könnten wir ja auf jeden Fall noch Speed upgraden, die Durability könnten wir noch erhöhen. Und wie wäre es mit einem Holzstick? Mal gucken, ob das irgendwelche Vor- und Nachteile bringt. Und was hatten wir noch? Ein anderes Binding hätten wir jetzt nicht mehr zum Testen. Also machen wir das so. Mich interessiert jetzt nur, was jetzt Spitzhacke da. Wenn ich jetzt einen Holzstick nehmen würde, wäre die Durability auf jeden Fall höher. Würde länger halten. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Ist, glaube ich, sinnvoller. Wobei das Stonebound mit Sicherheit auch irgendeinen Sinn hat. Ich glaube, das war dann, dass es dann schneller arbeitet, wenn es zum Ende hingeht. Ist mir aber wurscht. Ich mache das so. So. Gut, dann schauen wir mal wegen dem Schwert. Wobei ich dann natürlich hier noch so ein Dings wieder bräuchte. So einen hier. Den könnte man ja dann aus Stein machen. Habe ich nicht, warte mal. Habe ich nicht noch so komische Steinbrocken übrig? Da, ja. Machen wir uns mal aus Stein. Partbilder, so. 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 Machen wir uns mal hier so ein Handguard draus. So. Was würde das denn bringen? Schwert. Das hier, das hier und das ergibt 3,5 Herzen mit 660 Haltbarkeit. Das ergibt auch 3,5 Herzen mit weniger Haltbarkeit. Also machen wir das so. 3,5 Herzen. Was hat denn mein jetziges Schwert? Ja, da haben wir ja natürlich Modifiers und die haben ja Netherquarz, können wir noch Sharpness drauf machen. Ja, machen wir so. So, und wenn wir nämlich jetzt das hier mal reinlegen. Was habe ich eigentlich da? Ein Eisenschwert, ne? Macht nur 2,5 Herzen, ja. Loss 0 Hertz. Mhm. Ich meine, das wäre auch aus Eisen. Ist das natürlich sinnvoller? Und wenn wir da nämlich jetzt hier unser Netherquarz noch mit reinhauen, wo haben wir ihn? Da. Den vielleicht vorher noch in Blöcke machen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Ich mach mal 10. Das können wir dann immer noch. Ich möchte jetzt nicht unbedingt alles verbrauchen. So. Dann sind wir jetzt schon auf 4 Herzen. 4 Herzen. 4 Herzen. 4. 4,5. 4,5 Herzen. Das ist doch schon mal ganz gut. So. Du hast ausgedient, du kommst weg. Zack. So. Du hast eigentlich auch ausgedient, du kommst auch weg. Schön. Dann haben wir jetzt ein neues Schwert mit 4,5 Herzen, juhu. Und eine Spitzhacke, mit der wir dann Kobalt und das andere Zeug abbauen können. Auch juhu. Schön, freut mich. Es geht voran. Wir sind besser ausgerüstet, juhu. Da haben wir heute einiges geschafft, ne? Wir haben dann noch eine neue Maschine hier aufgebaut, die vielleicht jetzt auch fertig ist. Mit einem Activated Gold. Dann schauen wir direkt mal, was man daraus machen kann. Da kann man hier diese DL-Capitator machen, da bräuchte man auch noch ein Activated Eisen und Blue Steel. Aha, okay. Und mehr nicht? Mehr geht da gar nicht aus, okay.
Aber das sind ja auf jeden Fall hier die Upgrades, damit das hier, die man hier unten reinlegen kann, damit das schneller geht. Hier sollte das dann auch funktionieren und da. Gut. Haben wir das auf jeden Fall schon mal gemacht. So. Gut. Wir kommen langsam aber sicher voran. Das Einzige, was wir jetzt noch wirklich intensiv uns mit beschäftigen müssen, ist Rotary Craft. Gucken, was man damit so aufbauen kann. Aber das werden wir noch hinkriegen. So, und dich baue ich mal hier ab hier. Stört mich ein bisschen, wenn du da oben so rumoxidierst. So. Gut. Und mit der müsste ich jetzt eigentlich auch Obsidian abhauen können. Lalalala. Es dauert nur. Der Blockbreaker ist eigentlich schneller, aber es sollte gehen. Ja, funktioniert. Habt ihr gesehen, wie schnell der ist, also von daher. Aber es funktioniert. Gut. Ja, dann haben sich ja einige Rätsel haben sich ja dann gelöst. Zum Beispiel das mit dem Blast Furnace, dass der im falschen Biom stand. Aber der läuft ja jetzt auch. Und der schmeißt ja ordentlich diesen Stahl raus, dass wir da dann auch fleißig mit bauen können demnächst. Und ansonsten ist da ein Creeper, der vielleicht erschossen werden möchte. Oder vielleicht mal mein neues Schwert kennenlernen möchte. Nein, 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 nein. Du darfst gerne reinkommen. Ein Schlag. Zwei Schläge, okay. Drei Schläge braucht er. Na gut. Da müssen wir das Schwert noch ein bisschen schärfer machen demnächst. Aber ich denke, mit dem kann man gut arbeiten. So, na gut. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss sagt euer Protos. Ciao, ciao. Holdrio und herzlich willkommen zurück zum Biosphäre-Let's Play. Ja, bei diesem schönen Sonnenuntergang treffen wir uns hier wieder auf der Kugel und verarbeiten erstmal das, was wir das letzte Mal gemacht haben. Ist schon wieder ein paar Tage her, wo ich aufgenommen habe. Ich habe ja hier Lava besorgt. Wir haben uns mit diesem Blockbreaker unsere... es schneit. Unseren Obsidian gebreakt, haben den dann gegossen und haben jetzt endlich mal vernünftige Werkzeuge. Und ich dachte mir, wir wollen die Spitzhacke und so direkt mal ausprobieren. Von daher habe ich mir überlegt, wir gehen jetzt einfach nochmal in den Nether. Weil da gab es ja die feinen Sachen. Oh, warte mal, hier waren ja gar nicht Mob Drops. Da gab es ja die feinen Sachen wie Kobalt und so. Und dieses Android oder wie auch immer das heißt. Nee, Android ist wieder was anderes. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Und ich dachte mir, da gehen wir jetzt einfach nochmal hin. Ich überlege nur gerade, ob ich ein paar Sachen hier lassen soll. Ja, ich weiß nicht. Ja, die Steine können wir... Wir wollten eigentlich mal eine Kiste mitnehmen. Habe ich die eigentlich aufgestellt? Nee, die habe ich bestimmt mittlerweile verbaut, ne? Aber egal. Halb so schlimm. Dann würde ich mich ganz gerne noch wieder ein bisschen mit Ender-EO beschäftigen hier noch weiter. Noch ein paar Sachen bauen. Zum einen können wir uns natürlich hier noch die die Sachen machen, die hier die Upgrades machen. Zum anderen hätte ich ganz gerne noch Silk Touch auf meine Spitzhacke. Weil, wenn ich nämlich hier in diese Sackmill, wenn ich da Redstone-Erze reinhaue, wir können ja mal eben gucken, hier diesen Erz reinhaue, dann bekomme ich da wesentlich mehr Redstone raus. Das dauert jetzt immer ein bisschen, das erste Mal nach dem Starten, um die Rezepte anzuzeigen. Ich kann es halt ganz normal schmelzen, dann bekomme ich halt einen Redstone raus, was natürlich blödsinnig ist. Das ist jetzt der Grinder von Rotary Craft, der Extraktor. Da kenne ich mich halt noch nicht aus. Okay, das zeigt er jetzt nicht an. Aber in der Sackmill sollte ich da mindestens, ich glaube, 12 Redstone rauskriegen. Glaube ich. Kann mich auch täuschen. Können auch mindestens 6 sein. Ach man, wie auch immer. Aber dafür muss es Erz sein. Dafür müssten wir eigentlich mal Silk Touch haben. Jetzt muss ich mal gucken, wie das Silk Juwel hergestellt wird.
Ich vergesse das nämlich immer wieder. Dafür brauchen wir natürlich diese Silky Clothes, ja. Also ein Emerald sollten wir... Haben wir nicht, ne? Wir haben keine Edelsteine. Ne, wo sollten wir auch Emerald herkriegen? Ach Mensch. Dann brauchen wir Silky Cloth, das sind Gold Nuggets und Strings. Ja, okay. Ja, so schnell werden wir da doch nicht Silk Touch kriegen. Dann werden wir uns, nachdem wir aus dem Nether zurück sind, da mal drüben die große Kugel vornehmen und dann nochmal ein paar Ressourcen sammeln. Weil es neigt sich ja bei uns dem Ende, vor allem was Eisen angeht. Und von daher, ja, gehen wir einfach mal rüber. Ich nehme mal das Schwertchen in die Hand, auch wenn dort eigentlich nichts passieren sollte. Außer ich habe direkt so einen bösen Nitro-Creeper vor der Nase. So, das war ja alles Nether-Quarz. Wo hatten wir denn das gute Zeug? Ich weiß, dass wir Kobalt auch schon gesehen hatten, aber ich weiß jetzt gerade nicht genau wo. Ja, guck mal, hier haben wir doch schon mal was. Dieses Adrit, so. So heißt das, nicht Android. Ja, 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 ich weiß. So, das müssten wir jetzt abbauen können. Können wir auch. Jo. So, und aus diesem kann man nämlich mit Tinkers noch andere schöne Sachen schmelzen. Klar, wir können das in den Grinder hauen, in den Extraktor. Aha, okay, er zeigt mir jetzt die Rezepte nicht an. Aber in dem Buch haben wir ja gelesen, dass wir das mischen können. Ich glaube, mit noch anderen Sachen. So, müssen wir mal vorsichtig gucken. Davon hätte ich nämlich gerne ein bisschen was. Ja, ihr Schweinchen ist gut. So. Da haben wir noch was. Da gehen wir dann schnell hin, bauen das mal ab. Und Kobalt hätte ich eigentlich auch noch ganz gerne. Ist aber ein bisschen schwieriger ranzukommen. Ach komm, den Quarz nehmen wir auch noch mit. Wenn er hier gerade schon ist. Und die Schweine friedlich sind. Und Gott sei Dank auch bleiben. So. Da haben wir wieder das. Na, das ist mir ein bisschen zu dicht an der Lava. Das lassen wir da mal schön brav. Da oben haben wir noch. Oh, Quarz können wir immer gebrauchen. Allein, um das Messer weiter zu schärfen. Oh, da hinten haben wir... Jetzt habe ich unser Gewehr gar nicht mit, ne? Mist. Mist. Aber ich bin ja gerüstet und ich habe jetzt ein neues Schwert. Sollen wir das mal an den Spinnen testen? Aber irgendwo ist auch ein Nitro-Creeper. Ja, komm mal her. Ich gehe mal hier in die Ecke. Na, 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 na. Ach doch. Gegen die Spinnen geht es relativ gut. Schauen wir mal die nächste Spinne, was die so sagt. Die sagt auch, okay. Ja, das Schwert scheint doch schon mal ganz angenehm zu sein. So, wo war denn jetzt das Kobalt? Ich weiß, wir hatten es gesehen. Ich meine, das wäre da oben irgendwo gewesen. Was ist das da hinten? Das dürfte eigentlich kein Kobalt sein, aber was ist das? Hm. Keine Ahnung. Nether-Ores haben wir ja nicht drauf, also von daher wird es jetzt kein Gold oder sonst irgendwas sein oder Diamanten. Oder sonstige. Da oben haben wir das Kobalt, genau, das wollten wir uns holen. Da hatten wir unsere Treppe gemacht. Es ist so dunkel hier, ich sollte vielleicht nochmal eine Fackel setzen, so. Dass wir auch was sehen. So. Können wir hier den Quarz schon mal wieder mitnehmen? Oh! Prost Mahlzeit! Nitro Creeper, hallo! Ja, ja. Ist gut, ist gut, ist gut. Schwert, 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 Schwert. Nein, 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 nein. Eieieiei. Danke aber auch. Boah. Zum Glück habe ich eine Rüstung. So. Nett. Bewachen die ihr blödes Kobalt da. Hätten sie auch vorher sein. Da kommen doch mehr. Sag mal, gibt's die im Nest? Im Dutzend billiger oder wie? Na, Hauptsache, der bleibt jetzt erstmal da. Kann ich doch gleich erstmal gucken, wie es da oben überhaupt aussieht.